Hey meine lieben Max, hier grüßt euch. Schön, dass ihr alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt und ganz, ganz lieben Dank auch an meine neuen Abonnenten, die in den letzten Wochen auf meinen Kanal gestoßen sind. Vielen Dank für euer Vertrauen und ganz viel Spaß hier in meinem Kanal. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema dieses Videos. Wir alle lieben Smoothies. Sie sind mega lecker und auch noch total gesund. Und darüber hinaus lassen sie sich noch relativ unkompliziert und einfach zubereiten. Jetzt wird es aber auch Leute unter euch geben, die trotzdem keine Zeit finden, sich die Zutaten zusammen zu kaufen, geschweige denn zu Hause zuzubereiten und ja alles zurechtzuschnippeln. Wer von euch jetzt trotzdem nicht auf einen Saft oder einen leckeren Smoothie verzichten möchte, für denjenigen habe ich heute das Video gemacht. Ich möchte dir heute eine Alternative vorschlagen, nämlich ein fertiger Saft bzw. Smoothie von einer Firma, die einen sehr ökologischen und umweltfreundlichen Gedanken mit sich bringt und einen Schritt weiter geht als andere Saftproduzenten. Komm, ich möchte dir heute einen Fruchtsaft vorstellen, nämlich von der Firma Innocent. In der Geschmacksrichtung Tropical Juice. Innocent ist eine Firma, die Fruchtsäfte herstellt und das in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Die hier hat jetzt ein Volumen von 900 Millilitern. Das sehr Interessante an der Geschichte ist, dass das Verpackungsmaterial zu einem Teil aus recyceltem Plastik besteht. Und ich bin wirklich kein Fan von Plastik, das weiß glaube ich jeder von euch. Allerdings muss ich sagen, dass diese Flasche sich, dadurch, dass sie zu einem Teil recycelt ist, sehr von anderen abhebt. Die beste Alternative sind natürlich immer Fruchtsäfte aus Glasflaschen, keine Frage. Wenn man aber trotzdem einfach nicht die Wahl hat oder was weiß ich, irgendwelche Gründe dagegen stehen und man sich einfach für einen Fruchtsaft entscheiden muss aus einer Plastikflasche, dann würde ich immer zu dieser hier tendieren. Hört sich jetzt nicht viel an, aber es ist zumindest eine zukunftsweisende Richtung, wo sich andere Hersteller wirklich eine dicke Scheibe abschneiden können, die auch viel, viel größer sind, noch viel, viel mehr Geld verdienen und denen es eigentlich noch viel leichter fallen sollte, diesen recycelten Anteil zu erhöhen. Innocent ist noch gar nicht so sehr groß, sorgt aber schon dafür, dass es ja hier eine kleine Innovation gibt. Und ich finde das wirklich klasse und unterstütze so eine Idee immer sehr gerne. Geschmack ist natürlich alles, keine Frage, denn der entscheidet darüber, ob wir uns das nächste Mal wieder für den gleichen Fruchtsaft entscheiden oder halt nicht, weil er uns vielleicht nicht geschmeckt hat. Ja, auch wenn ihr jetzt hinter der Kamera sitzt, möchte ich zumindest versuchen zu erklären, wie der Saft denn schmeckt. Eine ganz kurze Info an euch, was sich in diesem Saft befindet bzw. verarbeitet wurde. Wir haben 50% Apfelsaft, 35% Orangensaft, 12% Ananassaft, 2% Mangopüree und 1% Maracuja-Saft. Kommen wir kurz zu den Nährwertangaben. Auf 100 Milliliter haben wir 44 Kalorien Energie, 0 Gramm Fett, 0 Gramm gesättigte Fettsäuren, 10 Gramm Kohlenhydrate, von denen sind 8,9 Gramm fruchteigener Zucker, 0,4 Gramm Eiweiß und 0 Gramm Salz. Also nichts Bedenkliches. So, genug gequatscht. Jetzt ist Zeit zum Probieren. So, jetzt gucken wir mal, wie der ganze Spaß schmeckt. Ja, also ein sehr tropischer, fruchtiger Geschmack, also sehr mild, nicht zu kräftig. Und was sich total hervorhebt, ist die Ananas und die Mango. Also die beiden Zutaten schmeckt man sehr gut heraus. Die anderen Zutaten gehen so ein bisschen unter, was jetzt aber nicht schlimm ist. Also mir schmeckt es trotzdem sehr gut. Wie gesagt, ein sehr milder Geschmack. Was vielleicht für einige von euch sehr wichtig ist, in dem Saft ist kein Fruchtfleisch drin. Einige mögen das ja einfach nicht und der ist fruchtfleischfrei. Mir schmeckt der extrem gut. Den könnte ich jetzt einfach so wegexen. Ah, lecker. Ich hoffe, ich konnte euch auf eine kleine Geschmacksreise mitnehmen. Geschmacklich ist der Saft wirklich top. Also er schmeckt mir sehr gut. Es ist ein sehr fruchtiger, milder, intensiver Geschmack, wo man auch die Zutaten wirklich gut herausschmecken kann. Es ist ja auch nicht bei allen Säften so. Ansonsten bin ich total begeistert von diesem nachhaltigen Gedanken, dass hier einfach recyceltes Material verarbeitet wurde. Das finde ich einfach nur geil. Also das ist wichtig in der heutigen Zeit auch darauf zu achten. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich Innocent entwickeln wird. Bevor ich es vergesse, zum Preis. Dieser Saft hier ist nicht so günstig. Er kostet 2,50 Euro ungefähr. Wenn man jetzt nicht auf den Cent gucken muss, ist es immer eine gute Wahl. Ich kann ihn wirklich jedem von euch empfehlen. Nicht nur, weil er gut schmeckt, sondern weil man damit auch was unterstützt, was in Zukunft immer relevanter wird. Eine kurze Nachricht an Innocent Deutschland. Liebe Innocent-Mitarbeiter, wie würdet ihr das finden, wenn ihr den prozentualen Anteil am recycelten Material vielleicht von 25%, was ja wirklich ein guter Anfang ist, auf 50% erhöht? Ich würde euch anbieten, ein neues Video dazu zu drehen. Und ja, für euch wäre es doch eine geile Herausforderung.
Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat und ja, ihr Spaß bei hattet. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Kommentare sind natürlich auch ganz willkommen. Wie auch neue Abonnenten, also neue Zuschauer, du bist herzlich willkommen. Abonniere meinen Kanal, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. Ich wünsche euch allen nun einen ganz tollen Tag, viel, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon drauf. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.